Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4, A Thief's End. Nach einer wirklich extrem genial inszenierten Verfolgungsjagd sind wir zurück im Hotel und wurden schon von Elena erwartet und ich bin gespannt, wie Nathan sich da wieder rauswinden will. It's not what it looks like. Really? Because what it looks like is that you're searching for Henry Avery's buried treasure. And given the shoreline soldiers that are all over town, I'd bet you're not the only ones looking for it. All right, well, I guess it's kind of what it looks like. But I can explain. Look, it's gonna sound crazy. Try me. Well, for starters, this is Sam. Sam Drake, my brother. Hi. I'm sorry. I thought he had died in a Panamanian jail, but I was obviously very wrong. He's been stuck in there for 15 years, and it's because of me. And the guy who broke him out wants a lot of money, and the only way we can pay off the debt is Avery's treasure. But that's the good news. We found it. It's on an island just off the coast. Okay, just stop. Was there ever a Malaysia job? Okay. Come on, wait. Elena, wait! I don't get you. Look, I wanted to tell you. You know what? Enough. No, I wanted to, but how could I? I don't know. Just say it. I had to protect you. That is bullshit, Nate. You just didn't have the nerve to face me again. I knew you would react like this. How would you react? You lied to me for weeks. If you were killed, I wouldn't have even known about it. And now you have a brother. Who are you? Oh, come on. I'm me. Come on, it's me. It's different this time. Oh my God. I have to save him. I don't even care about the treasure. The look on your face when you walked into this room. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. I got a plane to catch. You do what you have to do. Hey. Hey, what are you doing? Go after her. We're not done here. Well, maybe we should be. What are you saying? I'm saying maybe there's a smarter way to save Sam. Such as? Such as we give him a new identity. We put him in hiding somewhere. He's been in prison for 15 years. He's not going into hiding. Okay, fine. You go after your wife. Sam and I will head off for Libertalia. Without me? Come on, you'll get both of you killed. Really? Kid, I've been doing this for a hell of a long time. I think I might be able to handle... Hey, you want to be helpful, Sullivan? Go keep an eye on her. Whatever you say. You need a hand? I got it. Pack your bags. Kapitel 12. Auf See. At Sea.
Ganz schön hart. Nathan? Ja. Aber damit musste er rechnen. Think about that, huh? That's pretty cool. Take the wheel for a second. All this running around, surviving by the skin of our teeth. I think we've actually taken a moment to step back and appreciate just how far we've come. Huh? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Yeah. Listen, little brother. She will get over it. And we bring back a treasure like that, anyone would. I don't know. Maybe I've done this one too many times. Somehow I imagined it bigger. Yeah, well, we're definitely in the right place. We'll find us a spot to set ashore. Okay, let's find a spot to get ashore. Well, I mean, at least there's an island, right? Yeah, at least there's an island. Just keep an eye out for anything man-made. Ah, you mean pirate-made. Sure. Und welche Insel ist die richtige? Geht da gerade aus, oder wie? So, ich hab no idea. Italia is more of a small beachside shack. Yeah, maybe it's a treehouse. That would be fun. Okay. Ja, da würde ich sagen, bleiben wir doch einfach mal. Sam, let's check this out. Sounds good to me. Hinten ist schon mal ein Kreuz. Das ist schon mal sehr gut. This is man-made. Wie sie gesagt what haben. This guy's story was. Huh? Dead men tell no tales. Rest in peace. Rest in pieces. Dead men tell no tales. Ja, allerdings. Hoffentlich enden wir nicht auch so. From an early expedition. Okay, what you got there? 17. Januar 1808. Vor einem Jahr stand ich in einer verwahrlosten Gefängniszelle in Panama und umklammerte ein geheimnisvolles Holzkreuz. Heute stehe ich an den Ufern eines verlassenen Archipels inmitten des Indischen Ozeans, einen Schritt näher an der Erfüllung des Schicksals, das Großvater Burns ungerechterweise verwehrt blieb. Captain Darby und seine Mannschaft hatten begonnen, an mir zu zweifeln. Der Verlust unseres Quartiermeisters an die tödlichen Fallen in Schottland verbreitete keine Zuversicht. Ebenso wenig wie die Wochen, die wir durch die Berge von Kings Bay gestreift sind. Aber dank Dovers zuverlässiger Navigation haben wir diesen geheimnisvollen Ort gefunden. Und die Stimmung hat sich merklich gebessert. Obwohl zwei Männer an Typhus erkrankt sind und isoliert wurden, haben die anderen ein Lager aufgeschlagen und treffen Vorbereitungen für die Erkundung der Inseln. In diesem Moment zum Luftholen drehen sich meine Gedanken um Claire. Beim Anblick der Schönheit dieser vergessenen Inseln überkommt mich ein Gefühl des Bedauerns, dass sie nicht hier ist, um diese Aussicht mit mir zu teilen, dass ich sie dazu überredet habe, zurückzubleiben. Aber bald werden wir wieder vereint sein, ich bin sicher, dass sie diese Reise lieber durch Erzählungen erlebt, als dabei gewesen zu sein. Unbedingt. Heute Abend ruhen wir uns aus. Wenn das Glück und das Schicksal es gut mit uns meinen, werden wir in spätestens einem Monat mit Averys Schatz ruhmreich nach Hause segeln. Kann man nur hoffen. Dass wir das machen, dass sie es scheinbar nicht geschafft haben. Das wurde von Burns' Grandson. Well, makes sense. The cross in Panama was hollow. Must be following the same clues as us. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Okay, also hier gibt's schon mal nichts weiter. Strange. Sehr strange. Alright, we're done here. I'm with you.
Okay, aber what? Wo ist denn dann jetzt die eigentliche Insel? You know, crazy worldwide treasure hunt aside. Ah, da, ich hab Turm gesehen. Live by his own rules. There it is. Up there. Well, that definitely qualifies as man-made. Pirate. Definitely. Da drüben gäb's noch was. Da ist auch so eine Höhle. Ah, da will ich jetzt erst hin. Wait a second. Ich schwimme da jetzt nicht rüber, ich bin nicht doof. Ich bin doch nicht doof. Come on, I'm shipping out. Yeah, I'll come. So, let's see. Hier drüben. Alles Wasser ist einfach geil. So. Na also. Hopp. Da bin ich jetzt gespannt. Look at this. Kommt man doch bestimmt irgendwie hoch. Oder auch nicht. Hey, look out there. It's like a pulley system or something. I don't see a way up though. Ich befürchte, dass wir. Ich gehe davon aus, dass wir da dann irgendwann mal runterkommen. Shit. Aber. What? Da muss man doch irgendwie raufkommen. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Dem werden wir jetzt etwas näher auf den Grund gehen. Das heißt, wir fahren hier einmal jetzt um die Insel und schauen, ob wir nicht etwas finden. Excited and terrified all at once. You have any idea what I'm talking about? I do. Ist das nicht die Insel, wo ich gerade schon war? Oh, was haben wir denn hier? Hier ist schön versteckt. Look at this. So, schauen wir uns doch hier mal so ein bisschen um. Hoppala. Aus Versehen geschossen. Es war tatsächlich keine Absicht. So. Da, na schon. Was haben wir hier? Ein kleiner Schatz. Ein ganz kleiner Schatz. Aber nichts, wie man da hochkommen würde. Ist auch kein Eingang zu einer Höhle oder irgendwas. Nichts. Are you serious? God damn it. Sam, let's go. Alright, wait for me. Let's go. Nein, ich lass dich jetzt hier auf der Insel. Was denkst du denn? So, weiter geht's. Was haben wir denn da drüben noch? Ja, ich komme von einem zum nächsten, weil es einfach überall irgendwas gibt. Nathan? Over there, it's a ship! Oh, what's left of one. Ich könnte mich hier ewig auf diesen. Oh, Mini-Insel und sehen. Pack mal die Waffe weg. So. Könnt ihr echt ewig rumcruisen und mich hier umsehen? Oh, what's this? Another old letter. 24. Januar 1808. Ein höllischer Traum. Ich befand mich wieder in diesem Gefängnis in Panama. Eine Schlinge um meinen Hals und der Henker war mein Großvater. Er hielt ein hölzernes Dismaskreuz vor mich und fauchte. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind, Jonathan Burns. Er schubste mich vom Turm und ich fiel. Ich erwachte in kaltem Schweiß gebadet zu wildem Geschrei. Der Tackler unserer Karavelle, der an einem durch Fieber ausgelösten Delirium litt, machte das Schiff klar und setzte Segel. Darby versuchte, ihn aufzuhalten, aber der Junge stach den guten Captain mit einem Messer nieder und ließ ihn sterbend am Strand zurück. Wir konnten ihn erst fassen, als das Schiff auf Grund lief. Ich ordnete an, den Tackler als Strafe für seine unverzeihliche Tat an den kaputten Mast zu binden. Der erste Offizier Hayes hielt dies für unnötig grausam und meinte, dass es auch eine Kugel tun würde.
aber ich hielt an meiner Entscheidung fest. Wenn wir einen ähnlichen Zwischenfall vermeiden wollen, wenn ich erfolgreich sein will, muss einmal X an der Mannschaft statuiert werden. Wir bargen so viele Vorräte wie möglich und brachten sie zu unserem verbliebenen Schiff. Bei Einbruch der Nacht begaben wir uns zurück zur Höhle und begruben den armen Captain Darby. Die Männer beschäftigten sich mit den Vorbereitungen, aber es war unmöglich, ihr Geflüster zu überhören, ihre Zweifel an unseren Zielen. Ich versammelte sie bei Darbys Grab und rief aus: Er darf nicht sinnlos gestorben sein, wir sind weit gekommen. Averys Schatz und großer Ruhm warten mit Gewissheit auf uns. Um ehrlich zu sein, war die einzige Gewissheit, an die ich dachte, die Entscheidung, Claire zu Hause zurückzulassen. Diese Reise wäre zu viel für ihre zarte Statur gewesen. Sie ist fast zu viel für meine, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Ehre meiner Familie, meine Ehre, steht auf dem Spiel. Okay, und hier sind jetzt nun deine Überreste. Ganz toll. Do you think he found the treasure? Oh, he would have become pretty damn famous if he did, so I doubt it. Well, I hope you're right. The grave we found was one of their crew. I hope you're right. Es ist echt traumhaft hier. Stell hier eine kleine Hütte hin und ja, sei glücklich für den Rest deines Lebens. Ich hätte hier rumfahren sollen mit dem Boot. God damn it. Was haben wir da? Jonathan Burns sank. Burns sunken ship. We're definitely in the right place, or we both came up to the wrong place. Das kann natürlich auch sein. Okay. Na gut. Dann mal zurück zu der Insel da. Ich suche immer noch einen Weg darauf, denn da gab es ja eindeutig eine Höhle, in die ich extrem gerne rein möchte, wenn ich ehrlich bin. Wo ist eigentlich Sam? Ah, der ist schon wieder auf dem Boot. Okay. Ja, yeah, warte, ich komm doch schon. I'm already on my way. So, rein da, hopp, und los geht's. So, zurück zu der Insel. So, wie schaut's aus? Da war ich doch schon, oder? Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ach so, doch. Doch, doch, da war ich gerade. Und beim Rausfahren hier habe ich die Insel da drüben gesehen. Genau, jetzt kenne ich mich wieder aus. Dann schauen wir doch hier nochmal ums Eck. Ob wir irgendwo was finden können. Aber ich glaube, hier war ich schon, oder? Nee. Oder? Na, ich befürchte doch. I think we've already scoured this place, Nathan. Ja. Alright. Ich denke auch. Du könntest recht haben. Okay, ja dann müssen wir doch weiter. Ich finde hier leider keinen Weg. Oh, hoch. Crap. God damn it, this is pretty cool. Ich will da rauf. Da war ja der blöde Flaschenzug, aber ich finde keinen Weg rauf. Oh, okay. Shit, hey. Das sah vom Boot aus alles irgendwie nicht so hoch aus, außerdem. Nee, keine Chance. Leider. Ich, keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Na dann. Wow, das war knapp. Hinter mir war ja ein Felsen. Ach du Scheiße. Na dann, auf zum Turm. So. Hm,
Na dann mal auf zu dem Turm. So. Den Weg dann nehmen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Die Folge beende ich hier. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.